Herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Mit mir von der Gameplays als Hobby. Und wir wollten ja jetzt in diesem Teil, was wir natürlich auch machen werden, die Hauptaufgabe machen. So gesehen die Story weiterbringen. Wir dürfen mal gespannt sein, wie es weitergeht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sind die Tote. Kanantabahau, etzopsachtile Kuschulbateila, weil er Laili Jan Patalobe, da Hunalechela Kimisale. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Ach, Hatschbejo, Mapach Tachovet Eteli, Keschbeju Batelob Kisine. Es geht um ihr Überleben. Dann quetschen wir uns mal rein. So viele Gefallene. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Ja, schau sie dir mal an, die sind ja auch nackig. Die haben ja gar keinen Schutz. Chachevanu chik in Topikonop. Chenjumpel batelilu chhelbi shunahe. Beishan in Tukul. Minanu nukolov, malov. Yetel mishutz kansani lobi. Tzokili uhetz, tantike. Beili kun uchulo. Hachwahelum binton utzil waminan kukulkantik wignalone? Okay. Ein bisschen durchstochen. Fuck you. Oh, Jade. Und hier haben wir ein Relikt. Aztekisch, wie es aussieht. Ein Kalender. Dieses mit Seilen und Steinen verbundene Schilf dient als Kalender, der üblicherweise einen Zyklus von 52 Jahren umfasst. Wo ist denn das ein Kalender? Interessant. 52 Jahre, das heißt wahrscheinlich jede so eine Rille oder... Was auch immer, ist ein Jahr wahrscheinlich und zusammen sind 52. Und wo ist da der Kalender? Monate, Tage? Keine Ahnung. Da ist ein Loch. Wo geht's denn da unten hin? Egal. Wir gehen weiter. Entschuldigung. Okay. Er kann es wohl nicht fassen, so gesehen gegen seine eigenen Menschen wohl zu kämpfen. Schade, dass ich meine Taschenlampe nicht einfach mal anmachen kann. Man sieht echt viel. Ihr bestimmt auch. Okay, da geht es wohl weiter. Okay, hier haben wir wohl nichts. Zumindest auch nichts auf der Karte angezeigt. Sind aber viele Gefangene, ja. Hat er den gerade umgebracht, oder was? Unfassbar. Ein
einem Monolith. Das beschreibt etwas in der Nähe. Sie stehen Rücken an Rücken, zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. Mhm. So, sonst gibt's hier wohl weiter nichts. Oh, Heilungspflanzen, sehr gut. Neues Basler Generikt. Oberstadt Haupttor. Oh. Okay. Und ich habe kaum Holz, sehe ich gerade. Wo ist mein ganzes Holz hin? Achso, hat es was zu reden oder nicht? Nein, sie redet nichts. Oh, mit ihr kann man reden. Es wird sicher bald eine Lösung für den Konflikt geben. Noch mehr aztekisch. Ein Darstellung des aztekischen Regengottes Tlaloc. Hervorstehende Augen, Fänge. Das ist Tlaloc, der aztekische Gott des Regens und der Stürme. In guter Stimmung ist er außerdem ein Gott des Wassers und der Fruchtbarkeit, der den Menschen Leben und Nahrung schenkt. Die Kehrseite der Medaille ist, dass er auch für Gewitter, Hagel und andere zerstörerische Aspekte des Wassers verantwortlich ist. Einschließlich der Erosion, weshalb ihm auch Höhlen, Teiche und Quellen zugerechnet werden. Umso merkwürdiger ist es, dass er in einem Berg lebt. Sein Vogel ist der Reiher, aber er wird auch mit Tieren wie Schnecken, Fröschen und anderen Amphibien in Verbindung gebracht. Okay. Manchmal haben die echt komische Gottheiten. Okay, sonst gibt es hier wohl nichts. Oh, Holz. Sehr schön. Die wären bestimmt fürs Lager gewesen. Das sind wohl die zwei Wächter. Hab dich. Sehr schön. Ein Fähigkeitspunkt. Wir brauchen aber, glaube ich, drei Minimum für irgendetwas, was wir gebrauchen könnten. Oh, hallo. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Na gut. Missionsgeber in der Karte aktualisiert. Wo denn? So, ein neues Stück Dorf. Die Rebellion lebt. Guck an, die verkaufen sogar Kinder. Nee, sind Frauen. Gehört sich trotzdem nicht. So, wir schauen uns natürlich erstmal schön um.
Wieder ein Markt? Vielleicht gibt es hier was Neues zu kaufen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dankeschön. Ach, sie schon wieder. Die ist auch überall, oder? Oh, guck mal an, eine Truhe. Die hat meine Freundin nicht. 10 Gold. Ein Schmuckstück. Dieser Ohrschmuck ist in perfektem Zustand und mit dem Bild einer geflügelten Bestie verziert. Sie hat einen Rüssel und hält eine Fackel oder einen Stab in der Hand. Schmuckstücke wie dieses sind ein Symbol für Reichtum. Es könnte vielleicht sogar einer Adligen gehört haben. Mhm. Hast du was Neues im Angebot? Hi, hallo. Ach stimmt, die hat ja auch nochmal so einen Anzug. Dieser Outfit wurde von der Händlerin getragen, als sie noch jünger war und sich weit weg vom Paititi wagte. Mehr Erfahrung vom Jagen, Effekte von Konzentrationszeit halten länger an. Ist es jetzt schon günstiger? Weil ich habe doch da dieses mit Falschen da gefunden. Für mich sieht es nicht günstiger aus. Eine vollautomatische Pistole, die Schaden für Feuerrate aufwart. Stärke Feuerrate. Ich würde einfach gern alles besitzen gern, also von daher kaufen wir das jetzt auch. Gucken wir gerade mal, was wir noch verkaufen können, dass wir wieder ein bisschen Geld reinkriegen. So. Den Rest heben wir mal auf. So. Oh, Jaguar. Müssen wir Vorsicht walten lassen. Wir schauen uns hier auf jeden Fall noch gründlich um. Wer weiß, ob wir hier noch irgendetwas finden. Schwarzpulver müsste ich verkaufen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Ich verkaufe jetzt mal ein bisschen Schwarzpulver. Das ist nämlich ständig voll. Das nervt. Verkaufen. Schwarzpulver. So. Sehr schön. Ständig finde ich irgendwo Schwarzpulver, aber gerade da sagt sie dann auch immer, oh, ist voll. So, sehr schön. Plus 3. Was für riesige Türen, wer kriegt die denn auf? Oh! Ganz täglich, eine geschnitzte Replika eines modernen Gewehrs. Diese hölzerne Schusswaffe ist eine nahezu perfekte Kopie eines modernen Sturmgewehrs. Ihr Hersteller besitzt entweder ein ausgezeichnetes Gedächtnis oder hatte eine Vorlage. Vielleicht eine Waffe, die Trinity gestohlen wurde. Okay. Krass. Und immer schön bunt und freundlich.
Okay. Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Ezli meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Besorgt? Weswegen? Kokolkan. Kisan se kochtlalia miak tlakame. Iwan kin miktise. Iwan amo tlawilanani. Iwana wali. Du glaubst, hier gibt es zu viel Tod? Mikamati tohuantin. Mati kin makiltikan. Ikanopa totiotzitzin. Iwan ich kino tonatiu. Amo mamiki. Mach dir keine Sorgen. Die Todeswelle ist bald zu Ende. Vertrau mir. Da bin ich ja mal gespannt. Was geht denn mit dem ab? Alle gestört. Haben die miteinander geredet? Hach jah kum patal shma yumil juntul chanix chupal behlae. Vale, min yetel le kimesahila, yanuchaiko o naat, le kushulmakoba, kutalan kutenishkop, ujetz ek nakil paititi. Manche denken, diese Harmonie gibt es nur hier bei uns in der Oberstadt. Yetel chimpolalil ahau, vale, maten jay le kustala, usibal yung tzilo. Jedes Leben ist ein Geschenk. Oh Mann. Eine Fleischmarkt. Verstehe. Der Delinquent ist also dein Freund. Amonimo machilia, ipan inin tekit tlenkampa temiktia. Qualis son asqualme? Wenn er nicht dein Freund ist, was regt dich dann so auf? Nechpinachtia, ni tepowilis ni kankampa tlitanamaka. Tlawel tlachtakoli nochi techpinachtia. Hm. Hm? Wie viel Schwarzpulver ich jetzt wieder einsammeln konnte. Okay. Mehr haben wir nicht. Dann helfen wir mal den kleinen Mädchen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Dein Freund Ezli meinte, ich soll dir helfen. Du Hachil? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. No tata? Kitlatlakoltia kokolkan, ikai temikilis, tlenonanan, nikilwik toya ashtlen, kiwalikaskia, zapamba, sanamo tlakaki, kinekiyaya kimiktis kokolkan, iwanaman yamikis, iwanani mukawas, no seltitzin. Hey, es wird schon wieder kleiner. Vielleicht kann ich helfen. Du hajil? Janula kusholoof te kiwiko. Beishantak uyantajo, vale, hachkakanu yolob,
Maschane techel awoxik tutukulobe. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Nip ola lahau. Nenn mich Lara. So. Jetzt haben wir hier wieder einige Köpfe mit Zahnrädern. Okay. Wir befreien Hakan erst im nächsten Teil. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Wir haben eine neue Umgebung. Wir haben es jetzt ausgekundschaft. Wir haben Schätze gefunden und neue Sachen gekauft. Wunderbar. Mehr ist leider jetzt nicht passiert, aber wir werden sehen, wie es im nächsten Teil weitergeht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bei Shadow of the Tomb Raider mit in tödlicher Obsession mit mir von New Gameplays als Hobby. Ihr könnt da oben da lassen, wenn ja. Und wenn nein, dann halt eben nicht. Aber dann gebt mir wenigstens einen Kommentar, warum es euch nicht gefallen hat. Und dann, ja, wenn ihr neu bei mir seid, herzlich willkommen. Ihr dürft mich auch abonnieren. Dann kriegt ihr Bescheid, wenn der nächste Teil oben ist oder auch andere Teile von anderen Let's Plays von mir. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder oder bei anderen Let's Plays. Und ja, bis dahin viel Spaß noch auf meiner YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis denn. Tschüss.